Servus ihr Lieben, es gibt wieder mal eine 10-Zutaten-Challenge. Ich weiß nicht, was mich erwartet. Bin schon richtig gespannt. Okay, Chili, es wird scharf. Es wird wirklich scharf. Cheesy, bayerischer Emmentaler. Brot, Knoblauch noch. Frischkäse, Avocado, Hühnerfleisch, Salz und Pfeffer. Und eine Tomate. Den Pfeffer gebe ich wieder ab, den brauche ich gar nicht. Eigentlich muss ich jetzt 10 Zutaten verwenden, aber also Salz und Pfeffer als eine Zutat finde ich jetzt auch ein bisschen geschummelt, muss ich sagen. Ich mache einen kleinen Burger. In einer beschichteten Pfanne brate ich das Fleisch mal an. Ist halt ohne Fett dann nicht so geil, aber macht nichts. Dann noch Chiliflocken dazu und Salz. Dann mache ich einen Dip aus Frischkäse, geraspelter Gurke, vielleicht noch Avocado, auf jeden Fall Knoblauch. So, das Fleisch brate ich jetzt erstmal hier in der Pfanne an. Und währenddessen mache ich den Dip. Also jetzt mache ich erst als Basis für meinen Dip den Frischkäse in die Schüssel. Dann reibe ich die Gurke rein. Ich halbiere den Knoblauch und dann schneide ich ihn wie bei der Zwiebel hier so in Streifen. Und dann zack, 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 wird er ganz fein gehackt. So, und jetzt rein mit dem Knoblauch. Ich liebe ja diese Kombi aus Gurke mit Knoblauch. Dann würze ich das jetzt noch mit Chili. Leute, ich sag's euch, das wird geil. Also es riecht schon richtig gut. Und natürlich mit Salz. Dieser Dip kann sich sehen lassen. Ich muss mal probieren schon mal. So, bevor ich das wende, salze ich es noch mal kurz. Und gebe ein bisschen Chili drüber. Bitte wenden. Ja, also geil, geil ist anders, ne? Wenn ich Fett hätte, wäre es noch geiler, aber es ist okay. Ich glaube, ich werde die Avocado jetzt halbieren und werde mir tatsächlich einfach ein paar Stücke rausschneiden und die dann auch zu dem Dip geben. Ja, ja, so mache ich das. Das wird so ein richtig gemüsig frischer Dip. Naja, schaut schon ganz schön aus. Das Fleisch ist fertig. Jetzt halbiere ich einmal das Brot. Und belege es einmal mit dem Fleisch. Dann kommt eine Scheibe Käse drauf. Ich mag gerne viel Käse. Und drauf da. Und ich glaube, so mache ich es jetzt kurz in den Grill. Und dann kommt die Tomate drauf und der Dip, weil das soll frisch sein. Au, das ist so schön geschmolzen. Geil! Da jetzt noch eine Scheibe Tomate drauf. Einen schönen fetten Klecks Dip und dann den Deckel drauf. Und dann darf ich es essen. Ich habe Hunger. Ich glaube, es ist ein bisschen länger her, dass ich mich so sehr auf das Ergebnis einer 10-Zutaten-Challenge gefreut habe. Boah. Boah, ich muss da reinbeißen. Bisschen voll gemacht, aber geil. Das schmeckt so gut. Leute, das ist nicht nur, weil ich Hunger habe. Knoblauch, super frisch. Mit dem geschmolzenen Käse ist es so richtig. Es ist so lecker, ich habe mich schon ziemlich angekleckert, aber das war's wert. Was hättet ihr aus den 10 Zutaten gemacht? Schreibt es mir mal in die Kommentare. Und falls ihr es noch nicht getan habt, könnt ihr hier auf meinem Gesicht den Kanal abonnieren. Und hier kommt jetzt eine andere 10-Zutaten-Challenge. Bis gleich. Bussi, baba.